its best, like a hurricane. To my heart, to the far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode meines Pokémon Blattgrün Randomized Shadylock Let's Plays. Und in der letzten Episode haben wir, wie ihr sehen könnt, nochmal eine Menge Shopping erledigt, unser Fahrradticket geholt, die ganze Route bis zum Rock Tunnel geklärt und haben dann noch ein paar wilde Pokémon gefangen, die wir jetzt auch in der Grinding Montage, die ihr gerade eben gesehen habt, ein bisschen versucht habt hochzubringen. Ich habe mich dabei diesmal nur auf Blackbird fokussiert, denn das hat schon lange genug gedauert. Ich habe unsere Risa jetzt erstmal in Ruhe gelassen, was das betrifft. Und habe dann jetzt hier genau im Pokémon Center gespeichert. Ich gebe euch jetzt nochmal ein kleines Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir ungefähr stehen zurzeit. Ich habe für euch auf 25 Blackbird mit Schnabelerstauner, Verfolgung und Dunkelnebel. Blackbird ist hochgezogen worden von 16 auf 25. Das hat schon eine ganz schöne Zeit gedauert. Und ansonsten haben wir noch auf 36 King dabei mit Schnabel, Energie, Fokus, Doppelkick und Fuchtler, welches ein Level abbekommen hat und das hat überhaupt kein Training nötig gehabt in dem Sinne. Wir haben auf 28 Joke auch ein Level up dazu bekommen mit Body Slam, Akku-Knarre, Zugabe und Aurora-Strahl. Mittlerweile ist Joke eigentlich sogar nützlich, es hat gute Stats und einigermaßen gute Moves, sodass man damit wirklich was anfangen kann. Dann haben wir auf 27 Karl, es hat auch ein Level dazu bekommen, der gute Karl, mit Kratzer, Zerschneider, Metallklau und Aqua-Knarre. Und dann haben wir noch auf 17 Risa dabei mit Härtner, Blutsauger, Sandwirbel und Katzpurier. Das Problem an Risa ist aber, erstens, das Pokémon an sich ist nicht sonderlich stark, mit nicht den besten Stats, wenn ich das so sagen darf. Und zum Zweiten hat Risa das große Problem, dass ihr Moveset absolut schlecht ist, plus sie extrem gecountert wurde von all den Pokémon, die da im wilden Gras, von all den wilden Pokémon, die da im hohen Gras waren, da da extrem viele Feuer- und auch Flugtypes gekommen sind, die Risa und auch Wassertypes mit Eisattacken, die Risa wortwörtlich auseinandergenommen hätten, wo wir nur Switch Train hätten müssen. Und da ich da zurzeit erstmal ja, keine Zeit und keinen Bock drauf habe, sage ich jetzt mal so, habe ich mich dann dafür entschlossen, Risa jetzt erstmal außen vor zu lassen. Vielleicht werden wir sie während der Episode ein bisschen bei Trainern Switch Train.
So, diese Episode haben wir vor, durch Rocktunnel zu kommen oder Felstunnel durchzukommen. Und das ohne Fleisch, weil uns Fleisch noch nicht zur Verfügung steht. Sprich, wir machen das blind. Das letzte Mal, dass ich durch Rocktunnel gelaufen bin, und das war mit Fleisch, ist schon ewige Jahre vorbei, hinter uns, was auch immer. Ich werde euch garantieren, wir werden im Rocktunnel Items vergessen. Und wir werden im Rocktunnel definitiv, und zwar laufend, lange Zeit da drin rumirren. Ich heile jetzt aber erstmal meine Pokémon. Weil die PP leer sind und die KP es auch unbedingt mal brauchen. Damit verlieren wir einen Token. Und so, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz nachgucken, was wir hier noch haben. Wir haben noch ein Gegengift. Ich habe nämlich zwei Gegengifts gebraucht. Wir haben noch zwei Supertränke, eine Kumu-Milch. Wir haben nämlich langsam echt wenig Items zum Selbstziehen und so weiter. Haben wir nämlich natürlich nicht, weil wir den nationalen Pokédex nicht haben, ist ja klar. Jetzt würde ich erstmal ganz kurz, egal wie nervig das für manche von euch sein mag, diese 3500 Poke, die noch über sind, die würde ich liebend gerne mal ausgeben gehen. Einfach nur, um nochmal ein paar Supertränke und vielleicht ein, zwei Gegengift zu kaufen. Weil ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn wir uns wirklich verlaufen sollten im Rocktunnel oder im Felstunnel, dann werden wir diese Tränke auf jeden Fall brauchen. So, dann einmal hier bitte in den Markt. Rein und raus und zack. Super Trank. Wie viele möchtest du mir dafür verkaufen? 5 Stück? Nehme ich. Ich habe zwar nur ein Gegengift jetzt dabei, aber vielleicht können wir noch irgendwas verkaufen. Das wäre interessant zu wissen. Gib mir vielleicht mal irgendwas zu... Ah, nee, das lohnt sich nicht. Haben wir vielleicht noch irgendein VM-TM, was wir nicht brauchen? Nein. Aber wir haben 20 Pokébälle. Let's go. So. Dann wird jetzt der Spaß beginnen, wir gehen in die dunkle Höhle, werden uns wahrscheinlich total verlaufen und bis zum Ende der Episode nicht mehr rausfinden, aber das ist schon okay. Eines Tages schaffen wir das. Let's go. Felstunnel. Da-da-da-da-da-da. Item. Kingstein gefunden, nice. Oh, hier sind Tidropis, wow. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, und tschüss. Hier ist ein Trainer, also geht's hier definitiv runter. Das ist der Ausgang, richtig? Jawohl. Das heißt, es geht hier auf jeden Fall runter. Die Lava. Bleiben wir mal draußen. Blackbird macht ordentlich Dampf. Was war das denn für ein Damage? Ich hätte jetzt fast nochmal auf Attacken gedrückt und wir wären echt draufgegangen. Ich hole mal Karl raus. Zack. Blackbird erreicht Level 26, gefällt mir. Blackbird hatte mich mit 25, 26 jetzt genau da aufgeholt, wo der Rest unseres Teams ungefähr ist. Wir sind alle zwischen 17 und 36 gut dabei. Ich weiß, der Sprung ist ein bisschen heftig zu 36, aber der Rest ist alles so im 20er/30er Bereich. Es geht langsam da in die Richtung. Wir sind Mitte 20. Da kann man sich echt nicht beschweren. Und wenn jetzt hier die ganze Zeit weiter in diese Dinger kommen, dann werde ich sie weiterhin kaputt hauen. Oh Gott, ich bin vergiftet. Das ist gar nicht gut. Das wird uns unglaublich viel AP abziehen. Das nächste Mal, wenn ich Nidoran sehe, wird sofort geflüchtet. So, dann wollen wir mal sehen, ob hier oben irgendwas ist oder ob wir eventuell nach unten rechts müssen. Halt, stopp, bevor ich jetzt hier runtergehe. Hallo? Was haben wir noch hier unten?
komme ich her, oder? Ja, hier kam ich her. Gib mir die XP, die nehme ich gerne mit. One-Hit-XP auf Insekten / Käfer-Pokémon. Wo sind wir denn jetzt hier? Hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht im Spiel. Offenbar war, glaube ich, noch nicht. Luke ist hier auch sehr effektiv drauf. Haben wir es auch mal kurz weg. Ist alles Free XP. Alles, was wir one-shotten können, ist Free XP. Will ich mich nicht drüber beschweren. Oh, hier ist ein Trainer. Tamara werden wir nicht one-shotten können. Aber wir kriegen es trotzdem weggehauen. Der Nachtnebel nicht erlernen. Halt, stopp, nein. Eine Attacke. Ja. Mal ganz kurz hier schauen. Was macht Dunkelnebel? Eine Statusveränderung. Richtet Schaden gemäß Levels an, wenn das an. Okay. Alles klar. So, geht's hier wirklich lang jetzt in dem Moment, oder? Oh Gott. Die können Rollout. Das ist echt nicht cool, Mann. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Bis jetzt ist es ja alles jetzt ziemlich linear und ich untersuche nur nochmal jedes Seitending. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir hier sicher durchkommen. Supertrank, einmal auf Blackbird bitte. Bevor mit Blackbird so lange weiterzugehen, bis Blackbird nicht mehr kann. Bis wir die PP weg haben, bis wir die AP weg haben. Whatever. Ist ein Trainer. Oha, nein. Da vorne laufe ich weg. Kein Bock, deinen ewigen Kampf mit so einem wilden Pokémon zu machen. Da ist ein Item. Zink, sehr schön. Das ist wieder Cash in the Tash. Wird immer Verfolgung machen, wenn ich Straws sehe. Sollte mir einiges leichter fallen dann. Ich komme nicht auf dir, aber ich will kämpfen. Dann kämpf gegen mich. Zeig mir, was du kannst. Sherlock ist weg. Wir sind Level 28. Wir machen Sicht, Leute. Liebend gerne bleibe ich mit Blackbird drin und gib dir den Schnabel. Und tschüss, mein Freund. So viel Free XP und Blackbird carried uns gerade hardcore. Da scheint es weiterzugehen. Ich gehe erstmal hier rüber. Hier geht's gar nicht rüber. Hier geht's auch nicht rüber. Gut. Oh, da ist noch einer. Sehr schön. Gib mir all die Free XP. Latias, ich wechsle auf jeden Fall mal das Pokémon raus. Ich habe echt keinen Bock mehr, Pokémon gegen irgendwelche Legends zu verlieren, weil sie irgendwie derbe overpowered sind oder sonst irgendwas. Ich schleiche mich jetzt erstmal hier durch. Oh, ich liebe diese ganze alte Musik, ne? Auch wenn die hier neu aufgelegt ist im Blattgrün indirekt. Finde ich sie ziemlich geil. Gibt einem immer dieses Oldschool-Pokémon-Feeling. So, wo bin ich denn jetzt? Jetzt darf ich nicht die Übersicht verlieren. Hier komme ich her. Ich bin hart überfragt, wo ich hier gerade bin. Hier sind auf jeden Fall überall Trainer. Hier sind zwei Wege auf jeden Fall schon mal gewesen. Nachtnebel macht ordentlich Arbeit. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Blackbird. Blackbird kann das Training echt vertragen. Blackbird wird unser Carry sein momentan. Also hier waren in zwei Richtungen zwei Trainer. Einer war nach links weg, einer war nach oben weg. Hier ist eine Leiter, okay. Und hier war der zweite Trainer. Das heißt, man kommt hier wahrscheinlich von beiden Seiten ran. Geist hat keine Wirkung, hätte ich mir denken können. Ist Typ normal. Was habe ich erwartet? Felstunnel. Wo sind wir jetzt? Hier ist wieder abgegrenzt. Das heißt, es geht nur nach rechts und oder nach unten. Uha. Blastoise.
Jawohl, weg mit dir, Level 30. Scheiße, ich hab nicht gelesen. Ich hätte jetzt bei Boltila lieber rausswitchen sollen. Ich hol Karl raus. Karl kann das hier easy wegtanken. Ist eine Aufgabe für King diesmal. Vollriegel. Werde ich auch das Pokémon switchen, kommt Joke dran. Aquaknarre drüber. Und tschüss. Sehr schön, also gut. Wir haben hier die Möglichkeit, nach rechts und nach links zu gehen. Und nach unten. Rechts haben wir den äußersten Dings erreicht. Oh Gott, hier geht's wieder hoch. Hier geht's weiter, hier ist eine Leiter. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Und... Ach komm, Risa, die XP kriegst du ja wohl. Oh, ich kann es nicht glauben, dass Risa es einfach nicht auf die Reihe kriegt, irgendwie was Schaden zu machen. Joke, du musst rauskommen. Alles klar. Hier geht's immer noch weiter. Was haben wir hier alles noch? Oh, hier sind sogar wilde Flemmis in der Höhle. Ah, oh, hier ist ein Item. Blaue Flöte, okay. Supertrank, nochmal einen auf Blackbird. Also vielleicht mache ich auch nochmal einen Supertrank auf. Ich heb mir die Supertrank erstmal noch auf. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt schon alle benutzen muss. Ich glaube, dass wir auch bald durch sind, ehrlich gesagt. So, kommen wir hier easy durch. Und tschüss. Pilz auch hier, alles ist hier. Und hier geht's auch nochmal weiter. Puh. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, den haben wir jetzt hier besiegt. Huch. Ach, das wird uns dahin, wo wir rausgekommen sind. Das heißt, es gibt hier mehrere Gänge auch wieder. Ah, in Ordnung. Oh, warte, hier sind die auch. Was für ein Pokémon ist hier alles gibt? Wir hätten so geile Encounter hier kriegen können. Holy shit. Nehmen wir mal den Ausgang. Das ist der einzige, der mir gerade aufgefallen ist, den wir noch nicht haben. Wir sind das nach oben und nach rechts gegangen. Lass mich raus. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Kommen wir noch nicht durch. Ach, komm schon. Ich könnte eigentlich trainieren nebenbei. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Da müsste ich jetzt meine Grindy machen. Aber die haben alle Attacken, die effektiv sind. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Jeder Schritt kommt so ein scheiß wie man. Außerdem brauche ich dann nur wieder Potions, weil ich immer Damage auf meinen Mons kriege. Ich weiß nicht, wie viele Trainer hier noch drin warten. Die auf jeden Fall. Oha, ein Raichu. So. Ich habe keine PP mehr auf dem Pokémon oder nur noch ganz wenig. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm zu wechseln. Ich traue dem ganzen Braten hier nicht. Da ging ein Joke. Viel Spaß damit. Ach, von hier aus kommen wir, okay. Never mind. Nimm die XP liebend gerne mit. Ich kämpfe gerne gegen euch, aber... Ich brauche halt auch PP und genug Leben, um das alles zu tun. So, dich haben wir bekämpft.
Unter dir geht's nach unten. Tatsache. Hier ist ein Trainer. Hier ist kein Trainer. Wenn du so hoch oben im steinigen Gebirge bist wie hier, stellen Gerölllawinen eine Gefahr dar. Kannst du dir vorstellen, dass dir diese Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich. Du scheinst keine Angst zu haben. Soll ein Pokémon Steinhagel lernen? Warum nicht? Ja, ja, ist in Ordnung. Steinhagel lernen. Karl. Gerne doch. Und riesige Felsen, genau, das war der Move. Den Kratzer, dann haben wir auch einen Step-Move auf Karl. Dankeschön, Boy. Alles klar. Wir machen es mal mit diesem Schneider hier. 29. Langsam geht's voran. Langsam kommt auch Joke voran, also. Und tschüss. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt gehen wir erstmal hier links lang. Da oben ist noch ein Trainer. Ich glaube, wir sind jetzt echt kurz vorm Ausgang. Also ich wüsste nicht, wo wir sonst sind. So, ein Cam mit seinem Trash-Stats. Das ist, glaube ich, eines der schwächsten Pokémon im Spiel. Ups. Wir bleiben einfach mal draußen. Joe kann das gewinnen. Ha! Yes, baby. Aber wir haben echt viel Damage bekommen. Ich wechsle einfach mal aus. Ich fühle mich gerade nicht wohl in meiner Haut. Sehr schön. Beutel, Supertrank. Joke, hier hast du den letzten Supertrank. Wir zählen alle auf dich. Boah, das Rayquaza hat mir gerade echt... Könnt ihr euch vorstellen, es hätte uns gewonnen und dann unser ganzes Team geswiped. Wow. Hier ist auch noch ein Trainer. Ich glaube, ich komme echt langsam Richtung... Oh Gott. Und tschüss. Nein! Es hat Counter geklickt! Es hat Counter geklickt! Oh mein Gott, wir haben eins unserer stärksten Pokémon verloren. Ey, warum muss mir so eine Scheiße die ganze Zeit passieren? Okay. Der Scheiß ist alles. Alles aber nicht mehr lustig. Wirklich nicht. Wo ist der Paraheiler? Ich dreh sonst durch. Weg mit dir. Oh mein Gott. Stopp. Erst will ich wissen, was da oben ist. Gar nichts mehr. Okay. Dann geht's jetzt hier mal weiter. Hier geht's hoch und hier geht's runter. Nach unten ist eine Trainerin und nach oben ist eine Wand. Das gibt's nicht, Mann. Joke war eins unserer besten Pokémon. Es lief so gut mit Joke. Es lief wirklich sehr, 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 sehr gut mit Joke. Ich muss jetzt hier mit King durch, alles andere wird weggehauen. Es sind einfach eine Menge Trainer nach unten weg. Oh, die Oxys. Treibt doch nicht jedes Mal so mit euren Legends. Ja, es ist mir scheißegal, was du mir entgegenschmeißt. Mit King rasch ich einfach durch. Ja, das war ein dummer Switch-In für dich. Mir war so klar, dass sowas passieren muss. Dieses Iso, ne? Ich habe mir direkt in dem Moment, wo es aufs Feld kam, habe ich mir gedacht, Alter, Iso.
Was hat es? Es hat wahrscheinlich ihr Counter oder Mirror Code. Also Zurückschmeißen der magischen, beziehungsweise, also der physischen, beziehungsweise der Special Attacks. Und wie ist es gekommen? Ich habe es riskiert, da ich davon ausgegangen bin, dass Mirror Code kommt. Habe ich es riskiert, mit Body Slam anzugreifen, einer physischen Attacke, und habe richtig auf die Fresse bekommen, weil er Counter gedrückt hat. Tut mir übrigens leid für die Leute, die keinen Bock haben, King zu sehen, weil King so mega strong ist. Aber so ist es im Pokémon-Spiel halt nun mal, dass man manchmal Pokémon hat, die halt vereinzelt sehr stark sind, weil sie sehr gut funktionieren. Und King funktioniert für uns einfach sehr gut. King ist unser Carry Number One. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier so nachdenke, unser Blackbird, unser zweiter Carry, hat keine PP mehr. Unser dritter Carry, Joke, ist einfach so weg von der Bildfläche. Da bleibt mir nichts anderes über, als zum letzten Pokémon zu greifen, was ich benutzen kann. Das ist nun mal leider King. Diese ganzen Encounter hier, oh mein Gott. Da ist das Licht am Ende des Tunnels. Wir haben den Ausgang gefunden, Boys. Wir haben es geschafft. Es wird Zeit, Risa zu trainieren. Wir brauchen dringend wieder ein neues Squad-Member, das funktioniert. Und ansonsten muss Blackbird weiter dran ziehen und Karl weiter dran ziehen. Wenn wir nicht andauernd Pokémon verlieren würden, hätten wir ein ausgeglichenes Team, was ans Level des Spiels angepasst wäre. Wir wären nicht so überlevelt. Sogar Blackbird ist schon hart an der Grenze schon wieder. Das Problem ist, da wir immer nur mit so wenigen Pokémon durch die Gegend laufen, weil unsere Pokémon andauernd an Legendaries zu Crits oder wegen so Sachen wie Konter oder Mirror Code sterben, haben wir halt das große Problem, dass wir jedes Mal halt total von 100 auf 0 weggebürstet werden, so wie gerade. Und wir wirklich nur mit dem weiterspielen können, was wir haben. Und die Pokémon werden dann halt leider langsam, aber sicher überlevelt. Und ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, wir haben keine Potions mehr. Und hier ist ein super Spot, um die heutige Episode zu beenden. Ich speichere mein Spiel, damit die Daten nicht verloren gehen. In der nächsten Episode gehen wir runter nach Lavandia und versuchen auch ein paar neue Potions zu bekommen, etc. Machen also hier die Trainer noch mit, um ein bisschen Poke noch zu farmen, mitzunehmen. Und ja, Leute, wenn euch die heutige Episode gefallen hat, würde ich mich über ein Like megamäßig freuen. Das hilft mir als anfänglichem YouTuber extrem. Plus ein Kommentar mit Feedback ist auch immer gerne willkommen und gerne gesehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen coolen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.